dass wir in den Medien nicht die Dinge erfahren, die wirklich stattfinden, und dass wir in den Medien im Zweifelsfalle Varianten von Wahrheit und Wirklichkeit, wenn denn überhaupt, erleben, ist für uns nicht etwas wirklich Neues. Aber die Dimension, die es letztendlich Jahr für Jahr weltweit hat, ist etwas, was immer wieder überrascht, ja, ein Stück weit auch erschreckt. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde, diesmal beim Alpenparlament-Kongress. Ich begrüße ganz herzlich Gerhard Wischniewski. Du bist jemand, der sich seit Jahren in diesem Bereich hinter die Kulissen zu gucken verdient gemacht hat. Bei dir ist das eigentlich, was man sich unter einem kritischen Journalisten vorstellt, auch das, was du lebst und arbeitest. Du hast selber in deiner Biografie mit dem Aufgreifen, dem politisch nicht korrekten Aufgreifen des 11. September deine Prügel bezogen. Und das war so die Initialzündung, dass dir deutlich wurde, also kritischer Journalismus, so wie sie es eigentlich, ich sag mal, wie ich es auch unterrichtet habe, ist etwas, was in diesem Land nicht funktioniert. Ja, richtig. Also du kannst so lange kritisch sein, solange du im Sinne des Systems kritisch bist, also zum Beispiel, indem du einen unliebsamen Bundespräsidenten hilfst zu entsorgen, ja, durch kritische Recherchen, also ob der jetzt ein Bobbycar geschenkt bekommen hat oder nicht. Also auf der Ebene darf man kritisch sein, solange es der Agenda nützt, solange es der Mainstream-Agenda nützt. Aber so wie man also anfängt, diese Mainstream-Agenda zu hinterfragen oder in Frage zu stellen, da bekommt man doch ganz heftigen Gegenwind zu spüren. Ist dir persönlich so ergangen? Du hast einen sehr bemerkenswert, und ich meine, wenn man sich den anschaut, auch heute anschaut, ist es ein Film über den 11. September, der keiner Korrektur bedarf. Er ist jetzt 10 Jahre alt. Wird fast auf den Monat genau, also 10 Jahre alt, also ja. Auf den Monat genau ist er sogar 10 Jahre alt. Am 20. Juni 2003 wurde der ausgestrahlt vom WDR. Das war der erste kritische Dokumentarfilm eigentlich in einem großen Sender über den 11.9. weltweit. Ja. Und damals gab es also noch nicht dieses Studentenprojekt aus USA oder sowas, was dann später kam. Vielleicht erinnerst du dich von diesen Studenten, die das dann gemacht haben. Loose Change. Ja. Loose Change, genau. Und damals haben wir also noch die volle Breitseite abbekommen, mein Kollege und ich, mit dem ich das gemacht habe, bevor dann eigentlich diese Bewegung überhand nahm. Die war nicht mehr so zu kontrollieren für den Mainstream, indem man halt jetzt mal 2 Journalisten entsorgt. Ja, das war mit uns passiert, aber danach war das im Prinzip nicht mehr so eindämmbar. Ja. Ja. Das, was wir damals gesehen haben, das, was du rausgearbeitet hast, ist etwas, wir werden da nachher noch drauf kommen, was so ein Stück weit auch Muster ist. Also es gibt immer wieder so bestimmte Dinge, die sich bei sogenannten Anschlägen oder vermeintlichen Anschlägen wiederholen, wo man über ganz erstaunliche Belege stolpert, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, wo physikalisch Sachen nicht funktionieren und. Das heißt, kann es sein, dass du deinen Blick auch durch den 11. September für die Zeit danach regelrecht geschärft wurde? Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung. Das war ja nicht nur ein Lehrstück für mich, das hat ja, glaube ich, Millionen Menschen die Augen geöffnet. Ja. Und sie haben erstmals diese Muster ganz klar erkennen können, nach denen solche Ereignisse produziert werden. Und man muss ja auch feststellen, dass es hier ja eine immer größere Kluft auftut zwischen Ereignis und Medienereignis. Ja. Ja. Das heißt, wir als Medienkonsumenten werden mit einem Medienereignis konfrontiert, aber wir werden es verdammt schwer haben zu sagen, ja, was lässt sich davon wirklich noch auf ein reales Ereignis zurückführen? Und was man in dieser ganzen Propaganda beobachten kann und in unserer Medienumwelt, ist eigentlich, dass die Macher dieser Medienereignisse immer in Anführungszeichen cooler werden und letztlich ihre Produktion immer mehr auf das Medienereignis verlagern, also ihre Inszenierung. Ja? Sie inszenieren eigentlich immer frecher und kümmern sich kaum noch um die Realität. Wake the dog. Ja, genau. Genau. Ja. Genau. Du hast dann etwas sehr
Bemerkenswertes und Fantastisches ins Leben gerufen, nämlich ein Jahrbuch, wo du Jahr für Jahr über im Verlauf eines Jahres sammelst und dann kurz vor Jahresende so ein Handbuch rausgibst, in dem Dinge zusammengetragen werden, die Medienereignisse wurden, und dann guckst du hinter die Kulissen oder die keine Medienereignisse wurden, also echt vertuscht, verheimlicht wurden oder eben verfälscht wurden, verdreht wurden. Ich glaube, du hast auch dieses Jahr kein Problem, ein Buch vollzukriegen, oder? Nein, also überhaupt nicht. Ich tipp mir also die Finger wund und schreibe den ganzen Inszenierungen hinterher, die immer hanebüchner werden, ja. Es ist ja auch inzwischen so schlimm geworden mit diesen Inszenierungen, dass wir auch uns entschlossen haben, mein Verlag und ich nochmal ein Buch aufzulegen, ein neues Buch sozusagen in diesem Genre, das sich eigentlich ausschließlich mit kriminalistischen Fällen beschäftigt. Also verheimlicht, vertuscht, vergessen ist ja stark politisch, ja, oder der Schwerpunkt liegt auf dem Politischen, auch was Kriminalfälle angeht, wie Amokläufe oder so, da gucke ich immer sehr stark nach den politischen Hintergründen. Und dieses neue, ungeklärt, unheimlich, unfassbar heißt das, das beschäftigt sich mit, sehr stark mit der kriminalistischen Seite unserer Realität und dem, was man uns da vorsetzt. Und ich glaube, jeder, der das beobachtet und das beobachtet, was jährlich durch die Zeitungen geht, wundert sich oft am Ende des Jahres, Mensch, das soll auch dieses Jahr gewesen sein, habe ich schon komplett vergessen. Und dem dient das eigentlich, dass man auch sich nochmal erinnert und sich und diese Sachen nicht einfach untergehen, sondern dass da auch nochmal nachgefragt wird, ja, was war eigentlich mit diesem Fall oder mit jenem Fall, ne? Was hat da nicht gestimmt? So, ja. Wenn man sich jetzt deine konkrete Arbeit vorstellt, du kriegst also ein Medienereignis präsentiert, wir alle kriegen eines präsentiert, wie geht es dann bei dir weiter? Wie muss man sich das jetzt vorstellen, dass du sagst, wir werden das nachher gleich einmal ein paar konkreten Fällen festmachen, dass du sagst, okay, wir kriegen jetzt mitgeteilt, Herr Wulff hat irgendwelche Vorteilnahme genommen, hat also hier irgendwie bei einem Kredit, ich glaube, 5.000 Euro an Zinsen gespart oder so etwas. Also bei Herrn Schäuble wären wir froh gewesen, es wären nur 5.000 gewesen, bei Herrn Wulff waren es also 5.000. Wann fängst bei dir das Stolpern an? Wann fängst du an zu sagen, komisch, wie muss man sich das vorstellen? Also an den Fall Wulff kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil das ging ja über Monate und hat sich immer mehr so aufgebaut. Und da kam ich irgendwann echt ins Stolpern über diese Berichterstattung angesichts dieser Lappalien, die sie dauernd rausgezerrt haben. Und ich kam da ins Stolpern und gar nicht mehr richtig auf die Beine, bis ich mir dann dachte, nee, das muss unbedingt eine Geschichte werden. Denn hier hat es ja einen ganz krassen Bruch gegeben plötzlich in dem Schulterschluss des Establishments mit Herrn Wulff. Fiel er plötzlich von heute auf morgen sozusagen hinten runter und wurde als Paria behandelt. Und das ist nach meiner Erfahrung mit dieser Demokratie in Anführungszeichen kein Zufall, kann kein Zufall sein. Und dann habe ich mich, auch noch ein paar andere Kollegen, ganz wenige natürlich nur, mit der Frage beschäftigt, was hat er denn jetzt eigentlich verbrochen, der arme Mann? Was hat er wirklich verbrochen? Was hat er wirklich verbrochen? Nicht die Lappalien, die hier... Nein. Also ich meine, aus meiner Sicht war es ganz klar so, man musste sich dann halt, was ich ja auch häufig mache, die politischen Hintergründe angucken, die Vorgeschichte von so einem Ereignis. Und da stellt man dann fest, dass der Herr Wulff plötzlich anscheinend seinen Job zu ernst genommen hat und etwas getan hat, was wahrscheinlich ein Bundespräsident auch auf keinen Fall tun sollte, nämlich nachdenken. Und wenn er schon nachdenkt, sollte er es nicht laut tun. Ja? Und das hat aber der Herr Wulff leider doch gemacht. Er hat sich nämlich plötzlich unglaublich kritisch über die Europäische Union, den Euro geäußert, und er hat eigentlich all diese Bedenken, die wir Bürger haben im Zusammenhang mit dem Euro, speziell mit der Schuldenkrise, mit den Staatsdefiziten, all diese Bedenken hat er sich plötzlich zu eigen gemacht und formuliert und in Reden vorgetragen, vor Nobelpreisträgern und öffentlich auf jeden Fall. Die berühmte Lindauer-Rede, die er... Und jetzt haben wir natürlich jetzt ein Problem aus der Sicht unseres Establishments. Der Mann muss doch unsere Gesetze unterschreiben, unseren ESM-Vertrag und das alles, ja. Und er hat aber schon etwa ein Jahr vorher oder länger angefangen, eigentlich
die Gründe herauszuarbeiten, warum man so ein Gesetz auf keinen Fall unterschreiben darf. Und ab da fing das an, dass man also angefangen hat, an seinem Stuhl zu sägen und ihn rechtzeitig zu entsorgen vor der Verabschiedung des ESM. Wer sich erinnert, das passiert erst hinterher mit dem neuen Bundespräsidenten Gauck. Ja. Nur mit dem ging das, ja. Also der ESM-Vertrag, kann man sich jetzt mal merken sozusagen, trägt für alle Zukunft auf jeden Fall in meinen Augen den Namen Gauck, ja. Absolut. Und so lief das. Kommen wir nochmal auf Wulff zurück, weil das ein schönes Beispiel ist. Du stolperst über in der Tat Lächerlichkeiten und Lappalien, die dort vorgehalten werden, die in dem politischen System und Establishment also wirklich zu den lässlichen Sünden quasi gehören. Es ist nicht einmal juristisch relevant wirklich oder gar nicht juristisch relevant. Es ist moralisch, kann man sich darüber streiten, ob man sich einläden lässt von einem Multimillionär und da kostenlos in Urlaub fahren lässt. Also gut, ist sicherlich richtig, aber das sind ja Dinge, also wenn ich an Franz Josef Strauß oder andere denke, wo das also wirklich am laufenden Meter passiert ist, wo man also dann wahrlich nicht sich irgendwie groß drüber aufgeregt hat. Du stolperst darüber, findest dann diese Lindauer Rede. Was mich bei dieser Geschichte gewundert hat, gab es denn nie einen Schuss vor den Bug? Also ich meine, Barschel ist ja einmal, bevor er dann in Genf entgelöst wurde, ist er ja abgestürzt. Also es hat ja bei Barschel wirklich in der Tat diesen Schuss vor den Bug gegeben mit dem Flugzeugabsturz. Hätte man bei Wulff nicht aussagen können, junger Freund, also er war ja nur ein Young Leader, er gehörte zum System. Kannst du das nicht ändern? Kannst du nicht doch unterschreiben? Nur ein Punkt bei Barschel ist natürlich, dass dieser Flugzeugabsturz auch schon ein Todesschuss sein sollte. Ja, gut. Das hat der Mann ja praktisch wie durch ein Wunder überlebt. Da hast du recht. Das ist ja unglaublich. Ja. Die restliche Besatzung, alle tot. Alle tot, ja. Aber Herr Barschel humpelt sozusagen aus dem Flieger. Große Katastrophe für das Establishment, ja. Ja. Was machen wir denn jetzt? Und dann musste man sich eben Plan B überlegen, ja. Sozusagen, ja. Stimmt. Und stimmt. Ja. Und bei Wulff ist es so, er ist einfach da voll ins Messer gelaufen. Ja. Er hat also mehrere solche Reden gehalten. Und entweder gab es den nicht, der ihm gesagt hat, du, pass mal auf und so, du musst das Gesetz unterschreiben, okay, und so. Oder er hat tatsächlich geglaubt, ich bin jetzt hier der Chef und ich bin jetzt der Bundespräsident und kann jetzt hier meine eigene Politik machen. Ein schwerer Irrtum für einen Bundespräsidenten, ja. Man sollte vielleicht dazu sagen, dass die Bundespräsidenten, wir sind da zum Teil auch noch geprägt durch das Bild eines Lübkes, dass die Bundespräsidenten alles andere als solche Frühstücksdirektoren sind. Sie haben den verfassungsmäßigen Auftrag, jedes Gesetz auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen und erst dann zu unterschreiben. Also in dem Moment, wo Sie Bedenken haben, können Sie entweder wie Köhler unterschreiben und sich dann feige verdrücken oder eben im Fall von Wulff entsorgt werden, weil die Gefahr eben bestanden hat, dass er nicht unterschreibt. Es ist aber der Job des Präsidenten, ja, genau das aber zu tun. Ja, aber man muss sich ja vor Augen halten, wir alle wissen ja, dass ganz viele Gesetze, die verabschiedet wurden, dann vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurden in der Geschichte der Bundesrepublik oder aber stark korrigiert wurden. Und auch all diese Gesetze wurden natürlich von einem Bundespräsidenten unterschrieben. Und daran kann man mal sehen, wie die Bundespräsidenten vorher alle ihre Jobs gemacht haben. Ja. Die haben sich also wirklich als Frühstücksdirektoren nur gesehen und unterzeichnet. Aber du hast vollkommen recht, dass sie formal die Pflicht hätten und den Auftrag, die Gesetze nochmal zu prüfen und zu sagen, kann ich das vertreten oder nicht? Und wenn nicht, lasse ich es praktisch zurückgehen. Ja. Ja. Also es waren in der von dir zitierten Lindauer Rede klare Worte und damit war dann, wie du gesagt hast, und das ist eben der eigentliche Hintergrund, den ein Journalist recherchieren kann und sollte, klar, mit dem kriegen wir ESM nicht durch, mit dieser Haltung nicht. Und dann hat man sich eine willige Figur beschafft, die ja schon im Vorfeld,
als ESM noch gar nicht durch das Parlament gelaufen ist, hat der Gauck in der berühmten Rede ja deutlich gemacht, Verfassungsgericht wird nicken, Bundestag wird nicken und ich werde auch unterschreiben. Ja, auf jeden also Fall. Jemand, der gleich dreimal Verfassung und Gesetz und Recht mit Füßen tritt, kaum dass er im Amt ist, hat sich natürlich dann als in der Tat hervorragender Systemling erwiesen. Mhm, ja. Klar. Thema Organspende. Wir springen jetzt, es ist aber genauso auch im wirklichen Leben, dass es ganz unterschiedliche Themen gibt, die du in deinem Buch aufgreifst. Es gab ja diesen Organspende-Skandal und auch da bist du ans Nachdenken gekommen. Naja, also auch wenn etwas skandalisiert wird, selbst von unseren Medien, ja, dann muss man eigentlich misstrauisch werden, wie ja schon das Beispiel Wulff gezeigt hat, indem man sich fragen muss, gut, also da wird jetzt was aufgedeckt und so, Donnerwetter, ja. Aber was wollen die damit eigentlich bezwecken? Ne? Und hier bei diesem Organspendeskandal, da war es ja auch so, das würde in Neudeutsch gesagt unglaublich gehypt, dass hier also einige Menschen auf den Wartelisten nach oben gehäufelt wurden, ja. Also mit gesundheitlichen Problemen, die auf ein Organ warteten, wurden also von den Ärzten nach oben befördert mit allerlei Tricksereien. Also da wurden Blutproben vertauscht und solche Dinge, damit also Herr Müller früher an seine Leber kommt, als ihm eigentlich zustünde. Ja. Und das wurde ja ein Medienereignis, da bin ich wieder bei dem Medienereignis, das wochenlang die Talkshows beherrschte komplett. Und da ging es mir eben auch so, dass ich mich fragte, ja gut, aber was ist hinter diesem Vorhang sozusagen? Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, dass der viel größere und schlimmere Skandal nicht auf der Seite der Spendenempfänger, der Organempfänger liegt, sondern auf der Seite der Organspender in Anführungszeichen. Weil was ist das für ein Spender, der da im Koma liegt und der ausgeweidet wird von dem medizinischen Apparat? Ob man da noch wirklich von Spende reden sollte, bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Aber auf jeden Fall liegt hier der Skandal begraben. Denn als ich da nachgeschaut habe, fiel mir also auf, dass da alle möglichen Tricks stattfinden. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass bevor jemand für Hirntod erklärt werden kann, sowieso so eine merkwürdige medizinische Konstruktion, der Hirntod, aber egal, solange bevor jemand für Hirntod erklärt werden kann, muss er 2 medizinische Untersuchungen durchlaufen, im Abstand von 12 Stunden. Und da wird also alles Mögliche getestet, da wird er gestochen, zum Beispiel durch die Nasenscheidewand, um zu schauen, ob er überhaupt noch reagiert und solche Dinge. Das muss also 2-mal gemacht werden. Wenn man es in einem kürzeren Abstand macht, dann muss zwingend noch eine Apparateuntersuchung dazukommen. Zum Beispiel ein Elektroenzephalogramm. Und was man da haben möchte, ist eine sogenannte Nulllinie. Das heißt also, null, das Gehirn ist tot. Ja. Und dann können wir den Patienten sozusagen ausnehmen. Und da bin ich auf mehrere Fälle gestoßen, bei denen diese Nulllinien-EEGs hinterher aus den Akten verschwunden waren. Das heißt, dass also Patienten explantiert wurden, so nennen die das, ohne dass überhaupt feststand, ob der tot war, sowieso nicht. Tot war er sowieso nicht. Aber ob überhaupt feststand, dass der Mann oder die Frau oder das Kind, häufig sind das Kinder, überhaupt wirklich hirntot ist. Das nächste ist, wenn dann dieser Hirntod wie auch immer festgestellt wurde, mit welchen Tricksereien auch immer, liegen diese Menschen auf dem Operationstisch und bekommen nicht mal unbedingt eine Betäubung, sondern nur ein sogenanntes Muskelrelaxans. Das muss man sich vorstellen, ja, wie ein Locked-in-Syndrom. Ja? Also künstlich erzeugte Bewegungsunfähigkeit, aber kein Schmerzmittel, keine Betäubung. Gibt es Fälle. Und werden dann also aufgeschnitten, im Prinzip, ohne dass jemand weiß, ob das Gehirn nicht wirklich noch was mitkriegt oder nicht. Aber was mich noch am meisten schockiert hat, ist auch, dass bei den Untersuchungen selber die Gefahr besteht, dass die Patienten letztendlich überhaupt erst so richtig geschädigt werden. Ne? Zum Beispiel gibt es einen Test, der nennt sich Apnoe-Test. Da wird dem Patienten, der im Koma liegt, die Beatmung abgeschaltet, minutenlang, und man guckt, ob er von selber weiteratmet. Ja? Das ist ja praktisch die self-fulfilling prophecy. Hinterher habe ich sehr wahrscheinlich einen Hirntoten. Ja? Das haben die mit den Ketzern im Mittelalter auch so gemacht. Also hier bewegen wir uns ganz nah am Mord, und das sage ich nicht polemisch,
sondern sogar strafrechtlich. Ja. Diese ganze Organspendegeschichte ist aus meiner Sicht ein absoluter Fall von Staatsanwalt. Ja. Also du hast das in einem Nebensatz erwähnt, aber auch den richtigerweise den Akzent drauf gelegt, Organe zu entnehmen und Organe zu transplantieren, funktioniert nur bei lebenden Menschen. Und der Trick, der medizinische und juristische Trick, um dieses Ausweiten von lebenden Menschen zu ermöglichen, ist eben das Modell des Hirntodes, indem man sagt, dann ist er faktisch tot, obwohl er faktisch nicht tot ist. Und du hast ja zahlreiche Fälle, in denen am Ende auch eines langen Komas mit Hirntodzustand plötzlich ein Wiedererwachen war. Also die Garantie, dass jemand, der hirntot ist, auch tot in dem Sinne bleibt, wie die Medizin ihn gerne hätte, ist überhaupt nicht gegeben. Nein, es gibt Fachleute, die sagen, also dass bis zu 60% dieser sogenannten Hirntoten wieder erwachen können und wieder gesund werden können oder halbwegs gesund werden können. Denn man darf ja eins nicht vergessen, Hirntod ist wirklich nur ein Taschenspielertrick. In Wirklichkeit ist das, sagen wir mal, ein tiefes Koma, das es schon immer gab. Ja. Und auch aus solchen tiefen Bewusstlosigkeitszuständen sind schon immer wieder Menschen mal erwacht, früher oder später. Ja. Also wie gesagt, aus meiner Sicht ist das alles ein Fall für den Staatsanwalt. Du hast in deinem Kapitel darauf hingewiesen, dass dieses gehypte Medienereignis um den Skandal sofort aufgefangen, abgefedert und rumgedreht wurde in, jetzt bleibe ich bei dem Neudeutsch, in so Human-Touch-Geschichten von Organempfängern. Das hängt dann immer sofort hinten dran. Also wenn man sich die Dramaturgie dieser Medienereignisse anschaut, kann man auch ganz viel lernen. Ich erinnere mich an so eine Beckmann-Talkshow, wo das dann behandelt wurde. Dieser Wartelistenskandal, sage ich mal lieber. Ja. Und das fing gleich mal damit an, die Dramaturgie, dass erstmal ein Familienvater kam, der verzweifelt auf ein Organ wartet. Der wurde also als erstes kam der zu Wort. Als nächstes kam ein Mann zu Wort, dem bereits durch Organtransplantationen geholfen worden war. Und jetzt war natürlich das Publikum schon eingenordet, sozusagen eingestimmt, dass das eine ganz tolle und eine wichtige Sache ist. Ja. Und auf diese Art und Weise wird das dramaturgisch vorbereitet und keinem fiel halt eigentlich auf, dass in dieser Sendung niemand von der Spenderseite zu Wort kam, niemand da war, keine Angehörigen, niemand, keine Hinterbliebenen. Ja. Und da war mir auch, da spürt man sozusagen die Absicht und ist verstimmt. Ja, ja. Ja. Wir haben ja auch erlebt diesen besonderen Hype, den der SPD-Politiker Steinmeier mit der Nierenspende an seine Frau, das ging ja auch tagelang durch die Medien mit massiven Schulterklopfen. Alles Zeichen dafür, dass das ganz offensichtlich das Bewusstsein der Menschen unbewusst so gestrickt ist, dass sie da inzwischen bei diesem Thema sehr zurückhaltend sind und dass das System, vor allen Dingen auch das Gesundheitssystem, da geht es ja um Millionen, es ist ja ein millionenschweres Geschäft, diese gesamte Tätigkeit, PR-Schwierigkeiten hat, um hier Spender zu kriegen. Ja, jetzt haben Sie natürlich massive PR-Schwierigkeiten durch den Wartelistenskandal. Ja. Aber ich denke auch ein bisschen durch meine Berichterstattung, weil sich das dann doch sehr stark rumspricht, so subkutan, sage ich mal, also eine allgemeine Vorsicht einsetzt oder auch verstärkt wird. Und ich kann nur sagen, also die Menschen müssen wissen und spüren, dass wenn sie einen Organspendeausweis ausfüllen, sie im Prinzip Schlachtvieh sind, ja. Wenn sie erstmal alleine auf der Intensivstation liegen. Es ist ja noch eine Umdrehung schlimmer. Es ist insofern eine Umdrehung schlimmer, als die Politiker ja vorhatten, diese sogenannte Widerspruchslösung zu machen, bei der wir alle Schlachtvieh automatisch gewesen wären, es sei denn, wir hätten widersprochen. Wobei das auch ehrlicherweise eine komplette Lachnummer ist. Denn wenn ich im Auto einen Unfall habe und verletzt oder eben dann
so bin, dass die Medizin sagt, der ist hirntot, hier kann man vorgehen, dann wird kein Arzt in der Sakko-Innentasche den Widerspruch lesen und finden, der ist dann eben vernichtet und zerstört. Also insofern ist das der Freifahrtschein. Und ich glaube, das muss man sagen, durch Berichterstattung und Arbeit wie deine musste die Politik von der Widerspruchslösung abrücken und jetzt haben wir eine Zustimmungslösung. Das ist etwas, was Ihnen sicherlich nicht schmeckt und darauf zurückzuführen ist, dass es eben Berichterstattung wie deine gibt. Ja, zum Glück, also nicht nur meine, sondern auch ganz viele andere, immer mehr Kollegen eigentlich. Wir können ja beobachten, worüber ich wahnsinnig froh bin, dass ja wirklich eine große alternative Medienszene entsteht, ja. Also auch wie Altenparlament TV und Verlage wie Kopfverlag und so. Und das ist eben dringend notwendig, denn es ist völlig klar, dass wir von den Mainstream-Medien nicht unsere wichtigen Informationen beziehen sollten. Ja. Das ist einfach ungesund. Einen länger zurückliegenden Fall, den ich meine, mich erinnern zu können, wir auch schon mal irgendwann, ich sag mal so nebenbei besprochen haben, ohne da wirklich genaueres zu wissen, aber auch da war das Gefühl, dass da irgendwas nicht dran stimmte. Hast du in vor kurzem bearbeitet und vor kurzem bearbeiten können. Das ist die Attentatsgeschichte vom Oktoberfest 1980 in München. Da gibt es ja die berühmte Einzeltätertheorie, der dann zu einer rechtsradikalen Wehrsportgruppe gehört hatte und dann die Bombe gelegt hat, an der er dankenswerterweise und praktischerweise gleich selber mit hops gegangen ist und dann eben dieses Massaker auf dem Oktoberfest angerichtet hat. Das ist das, was offiziell bis auf den heutigen Tag, wenn man das nachfragt, gebetsmühlenartig erzählt wird. Inzwischen wissen wir es besser. Auch da hast du einen Beitrag zu leisten können, weil inzwischen ein Outing kam, wie man heute neudeutsch so schön sagt. Ja, ja, vorab, also der Einzeltäter, der hinterher tot ist, das ist ja so ein Motiv, das sich durch diese gesamten Terroranschläge zieht, aber auch Amokläufe zieht, ja. Nicht zu 100%, aber ich würde mal sagen zu 95% ist der sogenannte Einzeltäter hinterher tot, hat sich selbst gerichtet oder ist in den Flugzeugen verglüht am World Trade Center, wobei das ja in dem Sinne kein Einzeltäter, aber eine Einzelgruppe war. Ja. Oder er schießt sich gegenseitig in Wohnwägen. Ja, auch praktisch. Ja. Das ist, kommt auch gut, ja. Gute Version. Und so war es ja auch bei dem Oktoberfest-Attentat. Also der Einzeltäter wurde gleich mitentsorgt bei dem bei der Explosion. Ja, also das kann man sich halt so ungefähr vorstellen, dass man jemandem den Auftrag gibt: Deponier mal dieses Paket in diesen Papierkorb. Ja, und dann musst du das noch scharf schalten. Hier, da ist so ein Schalter. Und es gibt wirklich arme Menschen genug, die auf sowas hereinfallen und dann dieses Paket deponieren, den Schalter umlegen und gleich in die Luft fliegen. Ja. Ja, so muss man sich das technisch vorstellen. Aber hier war es tatsächlich so, eigentlich ein Traumfall, ein Glücksfall, dass hier jemand ausgepackt hat nach jetzt 33 Jahren oder 1980, sowas. Jetzt haben wir, 33 Jahren. Und zwar der Sohn eines BND-Agenten. Der wurde als Zeuge befragt in einem Verfahren über Terroranschläge, ich glaube in Belgien, Luxemburg. Danke. Sehr gut, danke. Die sind eigentlich besser informiert als ich. Naja. Die haben dein Buch gelesen. Hier muss man und aufpassen. Deinen Artikel. Hier muss man aufpassen, was man sagt. Ja. Und da hat er also eine eidesstattliche Versicherung abgegeben im Rahmen dieses Verfahrens über diese Terroranschläge, dass die von seinem Vater organisiert worden seien, dass er dort mitgewirkt hätte. Und er hat auch im Rahmen dieser eidesstattlichen Erklärung oder seiner Aussagen haarklein dargelegt, wie sein Vater zusammen mit einer Untergrundtruppe der NATO namens Gladio das Oktoberfest-Attentat organisiert hat. Das ist natürlich ein super Test für unsere Mainstream-Medien, weil jetzt kann man natürlich sagen, wo ist jetzt der Mediensturm?
wo ist er jetzt? Ja. Also jetzt müssten wir doch hier einen Aufschrei haben, Spiegel und Stern müssten Sonderausgaben drucken, unglaublich, ja. Und anhand dieses Schweigens können wir halt auch feststellen, wieder mal, was mit diesen Medien eigentlich los ist, ja, und dass wir denen nicht vertrauen können, denn darüber wurde praktisch null berichtet. Ja. Also der Vater, der also den Gundolf Köhler da gesteuert hat, vom BND, und das ist eigentlich das wirklich Erschreckende. Also nicht der Vater von dem Gundolf Köhler? Nein, der Vater von dem Zeugen, dieser BND. Der ist Historiker heute. Richtig, der ist Historiker, und der hat also über seinen Vater berichtet, und er habe eben Gundolf Köhler mit der Bombe ausgestattet, mhm, und das Ganze organisiert und geplant. Wird ja nochmal nachgefragt, dieser Historiker, ist denn dieser Vater vielleicht irgendwie ein völlig durchgeknallter Einzelgänger gewesen, der sagt, ich mache jetzt mal, obwohl ich Mitarbeiter des BND bin oder unabhängig davon, meine private Terrorpolitik und lass da mal irgendwie in München was hochgehen. Und dann stellte sich bei der Nachfrage heraus in dem Interview, dass er sagt, nee, das ist etwas, was mit Wissen der Vorgesetzten und auch auf Anweisung der Vorgesetzten gelaufen ist. Also keine Sache, die dem da quasi mal so rausgerutscht ist. Ja, man muss sich ja klar machen, um das mal so auf den Punkt zu bringen, Terrorismus ist ein Regierungsinstrument, ja, und ist im Prinzip von Anfang an als Staatsterrorismus entstanden, weil man damit einfach die Bevölkerung lenken kann wie eine Schafherde, muss man sich vorstellen, wie ein Schäfer, der eine Pistole neben der Koppel abfeuert und alles rennt in die richtige Richtung. Das ist Terrorismus, und damit werden die Bevölkerungen gesteuert. Daher ist weder dieses Oktoberfest-Attentat ein Einzelfall, noch der 11.9. ein Einzelfall, noch die sogenannte RAF ein Einzelfall, sondern das sind ganz klar Strategien, die von den Staaten selber benutzt werden, um Bevölkerungen zu steuern. Ja, ja. Und es gilt, du hast ja dich mit diesem Thema auch sehr ausführlich in dem RAF-Phantom befasst, nicht nur für die dritte Generation der RAF, sondern wie man heute inzwischen weiß, und ich habe das ja eben gerade erzählt, ich habe Horst Mahler dazu kürzlich befragt, und er sagt, den ersten Sprengstoff bei der ersten Generation der RAF, also wo Meinhof und Bader und all die anderen dabei waren, haben wir vom Verfassungsschutz bekommen, beziehungsweise einer derjenigen, der bei uns in der RAF war, war ein Verfassungsschutzmann, er nennt den Namen, das ist auch völlig unstrittig, und das, was du sagst, dass der Staat Terrorismus als Instrument der Politik nutzt, dass dieses politische System killt, das ist etwas, was einen dann schon schockt, und wo dann der zweite Schock eben in dem Schweigen der Medien besteht. Ja, das hat mich genauso schockiert. Also ich wurde erstmals eben tatsächlich nicht am 11.09.2001 mit diesem Phantom-Terrorismus-Modell konfrontiert, mhm, sondern bei diesem Buch, das RAF-Phantom, das ich mit zwei Kollegen geschrieben habe, 1992, wo wir erst von einem kleineren Skandal an diese Sache herangekommen sind und dachten, da wurde nur so ein Anschlag inszeniert, bei dem Sachschaden entstanden ist. Bis uns dann klar wurde, dass auch dieser Sachschadenanschlag mit den tödlichen Anschlägen zusammenhängt und dass dieselben Leute auch Leute umbringen. Und das war tatsächlich ein Wahnsinnsschock. Ja. Und was einem dabei hilft bei dieser Analyse, ist ja die Frage, wem nützt es, wie immer bei jedem Kriminalfall. Ja. Und das hilft uns auch bei diesen ganzen Terroranschlägen, von denen wir dauernd hören, ob das Boston ist oder Woolwich oder London oder sonst was. Wem nützt es denn, wenn ein einzelner Muslim auf offener Straße sich als Muslim zu erkennen gibt und jemanden mit einem Fleischermesser abschlachtet? Ja? Nützt das dem Islam? Also ich glaube nicht, ja, dass der Islam dadurch besonders viel Rückenwind bekommt, aber es nützt dem Staat oder den westlichen Staaten, die sich einen Krieg gegen den Islam auf die Fahnen geschrieben haben. Ja. Du hast Woolwich angesprochen, lass uns vielleicht, weil das jetzt ein Kapitel in dem neuen anderen, ungeklärt, unheimlich, unfassbar, also auf die Kriminalfälle sich konzentrierenden Buch sein wird, und wir insofern hier jetzt mit dir mal einen kurzen Blick in die Pipeline werfen dürfen. Woolwich, Mai 2013, also ganz, ganz frisch, ist genau das,
was du schilderst, eingetreten. Zwei Islamisten, also ja, oder dem Islam zugehörige, wie auch immer, schlachten einen britischen Soldat ab. Und die offizielle Berichterstattung spricht dann sogar von einer regelrechten Enthauptung. Und du hast dir jetzt, weil das wieder vom Muster her ähnlich ist bei dem Thema, auch einer der Täter ist zwar nicht tot, ist aber schwer verletzt, wird also dann in der Folgezeit zusammengeschossen, dir die Filme angesehen. Und die verschiedenen Videos, die es von dieser von diesem Ereignis gibt. Und da hast du eigentlich nicht den Eindruck eines Massakers oder einer Hinrichtung, sondern hast einen ganz anderen Eindruck. Ja, also das Ganze ist ja äußerst merkwürdig. Wahrscheinlich haben viele auch dieses berühmte Video gesehen mit diesem einen sogenannten Attentäter, der sich also vor die Kamera stellt, so nach dem Motto, ja, guten Tag, ich habe jetzt mal einen abgeschlachtet und ich bin Islamist. Ja. Guten Tag, ich bin der Islamist, ich habe einen abgeschlachtet. So konzentriert, ja, wenn man das zusammenfasst, ist seine Rede. Diese Botschaften kommen darüber. Ganz wichtig, er muss unbedingt Muslim sein. Ja. Das ist im Propagandakonzept enthalten. Und dann muss man sich halt diese Videos immer und immer wieder anschauen. Entschuldigung. Und man stellt also fest, der Mann behauptet oder die Medien behaupten, er hat jetzt einen Menschen mit dieser Machete oder diesem Fleischermesser abgeschlachtet und sogar enthauptet. Also wenn man das macht, wobei ich damit Gott sei Dank keine Erfahrung habe, ja, aber aus gerichtlicher Literatur genügend Informationen, der Blutkreislauf steht ja unter einem ungeheuren Druck. Also wenn man das macht, dass man Hauptschlagadern auf diese Weise eröffnet, gibt es ein sogenanntes Blutbad. Das heißt, der Mann ist von oben bis unten rot, der das macht. Ja. Und jetzt war das so, dass bei unserem Musterterroristen aus der angeblich muslimischen Welt das Blut zufälligerweise genau am Bündchen seines Sweatshirts aufhörte. Ja. Also bis dahin waren die Hände blutig, der Rest war absolut sauber. Ich habe dann auch diese Aufnahmen genommen und die Farbsättigung erhöht, damit man das Blut richtig sieht. Ja, ja. Aber ja, ja, an dieser Jacke war also nur hier im Bereich ein bisschen Schmierspuren von seinen Händen, aber keine Primäreintragungen, nennt das der Gerichtsmediziner. Ja. Also Gesicht, davon rede ich gar nicht, war sowieso sauber. Ja. Und mit diesen Blutspuren ging das immer weiter, dieses Spielchen. Zum Beispiel sah man dann später in den Medien Luftaufnahmen von dem Tatort und tatsächlich, da war dann auf dem Gehsteig eine große Blutspur, wo also diese Abschlachtung stattgefunden haben soll. Das Problem ist nur, wenn man diese Luftaufnahmen verglichen hat mit dem Video, von dem ich gerade gesprochen habe, mit diesem Interview sozusagen, sieht man auch im Hintergrund diese Stelle, an der diese Blutspur sein müsste, da ist aber keine Blutspur. Das heißt, diese Blutspur wurde später hinzugefügt, die man auf den Luftaufnahmen sieht. In dem sogenannten Live-Video oder wie sage ich denn da, ja, 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 in dem Live-Interview mit dem Attentäter war der Gehsteig absolut sauber an der Stelle, keine Blutspur. Und so Sachen kann man immer wieder entdecken. Jetzt, Die Blutspur ist diese eine Ungereimtheit, die massiv ist. Du hast dieses Interview oder dieses Statement, was er abgibt, erwähnt, ist ja noch sehr höflich. Er entschuldigt sich bei den Frauen dafür, dass sie diese Bilder sehen müssen. Aber die Frauen in seiner Heimat würden solche Bilder auch ertragen müssen. Also ist da sehr nett und korrekt. Und man hat, wie du sagst, eher den Eindruck, er gibt wirklich ein Interview, er unterhält sich auch mit Passanten. Ich meine, ich stelle mir jetzt vor, wir würden Zeuge einer solchen Geschichte werden. Jemand läuft schwer bewaffnet rum, hat gerade jemanden geköpft. Ich weiß nicht, ob du denn das Mikrofon inhaltest. Erzählen Sie mal, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Und das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, wir würden sehen, dass wir aus der Reichweite dieses Messers und dieser Waffen rauskämen, was allzu menschlich wäre, anstatt hier plötzlich flockige Gespräche zu führen. Ja, das Ganze ist eine absolute Farce, ja, eine Medienfarce. Man sieht dann auch, du hast völlig recht, natürlich, man wartet vergeblich auf die Bewegung sozusagen der Herde im Angesicht des Metzgers. Ja, ja.
dass alle zurückweichen. Der hat blutige Messer in der Hand. Und so, nö, also du erzähl mal. Ja. Cool, ey, ne? Von hinten kommt noch eine Hausfrau mit so einem Trolley, so einem Einkaufstrolley, latscht an ihm vorbei, guckt ihn so an, geht weiter, ja. Also das ist wirklich eine Mediengroteske erster Güte und kann man so, wie das dargestellt wird, nicht ernst nehmen. Du merkst auch an, also insofern muss ich sagen, also großen Respekt auch vor der gründlichen Arbeit, nicht nur jetzt Fotos mit Videos zu vergleichen. Du hast dir auch die Töne angehört und dann festgestellt, dass dann irgendwo im Hintergrund jemand, weiß ich nicht, Semmeln oder sonst irgendwas holt und eine Theresa soll zahlen. Also insofern das Ganze eigentlich eher den Eindruck eines Filmsets macht, anstatt eines echten Verbrechens. Tatsächlich, man sieht also auch, also dass sowohl er, von dem ich gerade gesprochen habe, als auch sein sogenannter Komplize eher so ein Darstellerverhalten an den Tag legen. Sie stehen teilweise am Straßenrand und warten irgendwie genervt wie Statisten. Dann der Mensch, der diese Szene aufgenommen hat, dieses Interview, von dem ich gerade gesprochen habe, mit der Handykamera wahrscheinlich, der kam aus einem stehenden Bus mit seiner Handykamera heraus und traf da diesen Attentäter sozusagen zufällig. Ja. Und das Spannende ist jetzt, dass man die O-Töne aus dem Bus noch hören kann, im Hintergrund. Und da hört man so eine wirklich typische Statistenunterhaltung, ja? So nach dem Motto, wo gibt es denn hier was zu essen? Du, da drüben habe ich einen Laden gesehen, das muss aber Theresa zahlen. Und dann noch, vielleicht möchte ich hätte gern ein Brötchen am besten oder sowas. Ja? Also davor liegt auf der Straße die Leiche wohlgemerkt, ja, von dem sogenannten Enthaupteten. Und dann kommt noch ein O-Ton, ich glaube, es kommt noch eine Szene oder so. Ja. Das, ja. Und da passt es dann, ja, dann merkt man auch, dann klickt das so im Gehirn und es kippt dann und man merkt, ach, hier bin ich jetzt, ja. Ja. So wird hier ein Schuh draus, ja. Und deswegen verhalten sich hier alle so komisch. In der Medienberichterstattung gibt es dann, also es sind zwei Kenianer, die man aus, wie man dann weiß, aus irgendeinem kenianischen Gefängnis rekrutiert hat. Das ist relativ einfach und wahrscheinlich würde jeder von uns sofort bei der CIA unterschreiben, wenn er aus einem kenianischen Gefängnis rauskäme. Definitiv. Alles klar und alles auch nachvollziehbar. Und einer von den beiden, das ist das nächste Muster, ist dann jemand, der schon länger, wie es dann schön heißt, unter Beobachtung stand. Der andere ist der nette, liebe Junge von nebenan, wie dann irgendein Mädel, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er sowas macht, ne? Und so. Und der andere ist aber schon immer im Visier. Das ist ja ein typisches Muster. Man muss sich mal fragen, oder man muss feststellen, dass all diese Terroranschläge, dass sie nie von Unbekannten begangen werden, also von Unbekannten für die Ermittlungsbehörden. Das ist doch ganz merkwürdig. Immer wieder stellt sich heraus, ach verdammt, stimmt, den kannten wir eigentlich schon. Ja? Den haben wir schon mal gesehen vor 3 Jahren oder sowas. Oder ja, wir haben dem da aus dem Knast rausgeholfen und so. Also, dann haben wir den aus den Augen verloren. Ja. In Wirklichkeit gab es hier ein ganz klares Geschäft, in dem Fall, den du angesprochen hast. Der eine dieser Attentäter wurde tatsächlich vom britischen Geheimdienst aus einem kenianischen Gefängnis herausgeholt. Und natürlich ist das ein Geschäft, das machen die nicht aus Menschenliebe, ja, sonst würden sehr viel mehr Menschen aus dem Gefängnis geholt werden, die auch vielleicht unschuldig da drin sitzen, sondern das ist ein ganz übliches Geheimdienstverfahren, man hilft jemandem aus dem Knast raus und sagt dem, du musst uns aber dann auch mal einen Gefallen tun und so, irgendwann mal, ja. Und nicht nur das, sie haben nicht nur aus dem kenianischen Knast geholt, sondern sie haben ihn auch nach Großbritannien zurückgeflogen, wo er eigentlich herkam, also er spricht Londoner Akzent, ja. Und dann kam wahrscheinlich irgendwann der Tag, wo man gesagt hat, Junge, also jetzt musst du mal was erkenntlich machen. Zeigen. Ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, warum lässt er das nicht auffliegen? Warum gesteht er das nicht einfach? Nun muss man sich vorstellen, dass natürlich dieselben Leute, die ihn aus dem kenianischen Knast geholt haben, ihn jetzt auch verhören in London, ja. Und die haben wahrscheinlich keine offenen Ohren für diese Einwände, so nach dem Motto, also Leute, so war das aber nicht gemeint. Und für dieses Opfer dieser Geheimdienstoperation bleibt eigentlich nur der Gewinn, dass er den Rest seines Lebens nicht in einem kenianischen Knast fristet, sondern in einem britischen Knast. Ja. Ist auch schon ein Fortschritt. Ja. Es klagt dann auf niedrigem Niveau, richtig. Cui Bono, Lee Rigby, der Soldat, der umgebracht wurde,
Afghanistan-Einsatz und du hast dann festgestellt oder wirst in deinem Buch schreiben, dass dann sofort, als diese Geschichte durch die Medien gegangen ist, die PR-Maschinerie wieder losgegangen ist, zu sagen, wir müssen Afghanistan, das ist, er hatte auch ein Schild über ein T-Shirt mit ja. True Heroes oder an, also das ist die große PR, britische Soldaten sind zu Recht in Afghanistan und das muss auch so bleiben. Also wenn man sich das anschaut, die ganzen Akteure, den Attentäter, das Opfer, die Helfer, dann entdeckt man da ein ganz klares Propagandasystem. Die Attentäter, das sind durchgeknallte Muslime. Das Opfer ist ein britischer Soldat mit einem T-Shirt, Help the Heroes. Help the Heroes, genau. Ja. Die Heroes, das sind natürlich erstmal alle britischen Soldaten, ganz klar. Aber in dem Fall ist es sogar noch enger einzugrenzen, weil das der Name einer militärischen Hilfsorganisation für britische Soldaten ist. Also ein direkter Appell zu zahlen, zu spenden. Die Helfer, die Helden sind dann plötzlich Frauen. Also mehrere Frauen gehen vollkommen unerschrocken, wir wissen ja jetzt auch warum eigentlich, ja, zu diesem Opfer hin und versuchen dem zu helfen, das aber schon tot sein soll oder auch wirklich ist. Ja. Und werden dann hinterher in den Medien groß als die Heldinnen dargestellt. Wir wissen ja, dass Frauen tatsächlich systematisch von den politischen Propagandisten immer mehr verherrlicht werden in den Medien. Ja. Also Männer bringen ja nichts mehr auf die Reihe, aber Frauen sind einfach die Durchblicker schlechthin, die Heldinnen. Und da werden verschiedene Zwecke erfüllt in dieser ganzen Operation. Und tatsächlich stieg auch hinterher das Spendenaufkommen dieser Help the Heroes Organisation enorm an. Ja. Die Website ist zusammengebrochen. Das heißt, wieder mal, wenn man sich fragt, qui bono, wem nützt dieses Attentat, kann ich nur sagen, also dem Islam hat das sicherlich nicht genützt. Wem es genützt hat, das sind die britischen Streitkräfte und dieses imperiale System, dieses globale. Ja, genau. Lieber Gerhard, wir könnten, weil das Buch dicker ist und weil die Ereignisse, die auch in 2013 schon jetzt angefallen ist, noch stundenlang weitermachen. Ich sage ein herzliches Dankeschön dafür, dass es diese Arbeit gibt, dass es Journalisten wie dich gibt, die einfach kritisch dahinter schauen und sich im Übrigen auch noch die Mühe machen, nicht nur in kontinuierlichen Publikationen, du bist bei Kopp Online permanent auch zu lesen, dann auch das zusammenzutragen und dann Jahr für Jahr eben ein solches inzwischen auch einfach zum Standard eines kritischen Menschen gehörendes Taschenbuch herauszubringen. Herzliches Dankeschön. Ich danke, vielen Dank. www.wischniewski.de ist die Internetseite, auf der regelmäßig ständig aktuelle Dinge zu finden sind und regelmäßig über die Arbeit von Gerd Wischniewski berichtet wird, beziehungsweise er darüber berichtet, lohnt sich regelmäßig drauf zu gehen. Verheimlicht, vertuscht, vergessen, was 2012 nicht in der Zeitung stand, ist das aktuelle Jahrbuch 2013 und wir haben gehört, es wird dieses Jahrbuch natürlich auch dann, was aktuell, was 2013 nicht in der Zeitung stand, Ende des Jahres geben als Jahrbuch für 2014 und neu, bitte auch darauf achten, ungeklärt, unheimlich, unfassbar, das neue Jahrbuch für 2014, was sich eben mit Kriminalfällen, Mordfällen und Todesfällen befasst. Also ihr seht, Sie sehen, ein einziges Jahrbuch mit verdrehten Wahrheiten reicht schon nicht mehr. Inzwischen kann man ein Kriminaljahrbuch Jahr für Jahr hinzufügen. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit, wie immer ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Alpenparlament-Kongress.